Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute nochmal das Thema Wickelkleid am Wickel. Zumal das andere Video sehr erfolgreich wäre, also als ich ein bisschen was über das Wickelkleid erzählt habe. Und das war ja ein Kleid von Mango, was ich da explizit vorgestellt habe. Und einen Tag später waren diese Kleider ausverkauft bei Zalando. Jetzt habe ich mir gedacht, Weihnachten. Wir wollen vielleicht alle ein rotes Kleid oder gerne ein rotes Kleid anziehen. Ich habe mir dieses Kleid hier, ich zeige euch das nachher gleich im Ganzen, bestellt und gekauft. Ich habe lange gesucht. Es ist jetzt nicht so leuchtendes Weihnachtsrot, es ist ein Bordeauxrot, was aber auch sehr schön ist. Und ich habe wirklich lange gesucht nach Kleidern, die ich euch verlinken könnte. Und bei Amazon bin ich fündig geworden. Mit verschiedenen Ärmelformen, also so angeschrägte Ärmel mit 7/8 Ärmel und mit langen Ärmeln in verschiedenen Farben, mit und ohne Print, mit Pünktchen, mit so einem Schlangenprint in verschiedenen Farben. Dieses Kleid kostet 20 Euro. So, das ist jetzt das Modell. Dieses bordeauxfarbene Wickelkleid, was nicht ganz ein Wickelkleid ist, also nicht so im herkömmlichen Sinne, sondern eigentlich nur so ein halbes Wickelkleid. Es geht hier bis... Ja, unter dem Busen ist hier so ein Riemchen und ist es ein Riemchen, ja, wie so eine Schlaufe. Und das Kleid ist es auch zu und dann ist hier so eine Schluppe, die geht praktisch so quer rüber. Ja, hat einen schönen tiefen Ausschnitt, V-Ausschnitt, also macht ein sehr schönes Dekolleté. Sehr angenehmes Tragegefühl, gibt es in verschiedenen Ausführungen, also mit so einem angeschrägten Ärmel, mit einem halben Ärmel, also mit einem so einem Dreiviertelärmel und einem langen Ärmel und natürlich auch in verschiedenen Farben. Sieht sehr schön aus zu Stiefeln oder einem Pumps. Ich bin jetzt 1,72 Meter groß und das Kleid endet oberhalb des Knies, das heißt, wenn ihr ein bisschen kleiner seid, dann ist es natürlich länger. Dieses Kleid besteht zu 95% aus Viskose und 5% Elastan, dass es so ein bisschen nachgibt. Ne? Kofferkleid, logisch, also kann man schön zusammenknüllen. Man wäscht es, hängt es auf, zieht es an, Ende, fertig. Also ideal, diese Kleider. Und ich finde es wirklich merkwürdig, wenn man jetzt einkaufen geht. Ich bin ja mal gewillt, auch in der Stadt was einzukaufen. Also nicht immer alles online zu machen, aber man findet nichts. Man ist irgendwie doch... quasi genötigt, im Netz zu schauen, zumal man eine riesige Auswahl dann hat. Ja? Man kann sich die Farben aussuchen. Wenn du Glück hast, findest du ein rotes Kleid. Ich war in verschiedenen Stores gestern, ob das jetzt High-End war oder Mittelklasse oder auch ganz billig. Es gab keine roten Kleider zu kaufen, dachte ich mir. Und Wickelkleider schon mal gar nicht. Also als wären sie weg, als würde sie es nicht geben. Im Netz findet man sie aber. So, und ich wollte jetzt auch nicht bei einem chinesischen Versandhändler oder so einem Online-Shop, von denen ich übrigens regelmäßige Kooperationsanfragen bekomme. Und ich denke, um Gottes Willen, das kann ich euch niemals, also ich habe mir das angeschaut, das kann ich, das geht überhaupt nicht. Also, ich wollte jetzt auch einen Online-Shop finden, wo ihr keine Versandgebühren habt. Und bei Amazon ist das möglich. Innerhalb von 2 Tagen war das Kleid da, in einem Umschlag. Also nicht mal der Postbote musste klingeln, das kam in so einem kleinen Umschlag. Und dann habe ich mir noch dazu passend, auch bei Amazon, so ein paar Weihnachtsohrringe bestellt. Das heißt, es sind jetzt keine speziellen Weihnachtsohrringe. Das ist ein 925er Sterling-Silber mit einem kleinen so ein Facettenschliff Swarovski-Tropfen. Gibt es in Rot, in Grün, in Blau, in Schwarz, in Gelb, in allen möglichen Farben. Und ich dachte mir, Rot wäre gar nicht mal schlecht. So für die Weihnachtszeit kostet auch um die 20 Euro, kam auch in so einem kleinen Briefumschlag. Also ganz easy alles. Wenn ihr PayPal habt, ist ja die Abwicklung besonders einfach. Und unkompliziert und ungefährlich. Ja, das wollte ich euch vorstellen. Also das passt auch schön zusammen. Weil ihr fragt immer, na, was hast denn du an? Wo gibt's denn das? Dachte ich mir, gut, das mache ich speziell mal für euch jetzt. Und es ist ja auch erst, also wir haben ja noch Zeit bis Weihnachten und der Versand geht relativ schnell. Dann habe ich aber gestern beim Schauen, also als ich nach dem roten Kleid geguckt habe, um euch vielleicht mitteilen zu können, also bei H&M, Zara, Mango gibt es auch rote Kleider, war ich bei Hollister. Und bei Hollister habe ich was Hübsches gesehen. Jetzt zeige ich euch mal Unterhosen. Fand ich diese Weihnachtsunterhose toll. Das ist so eine hüftige, also ich finde, so rot kariert zu Weihnachten ist doch der Burner. Ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Hat keine Nähte, ist also besonders also anschmiegsam und hat dann nicht so diese, ne, diese Abdrücke unter der Hose. Es ist nicht für mich, es ist für eine
ganz liebe Junge, für ein liebes junges Mädchen, also diese Unterhose. Und dann habe ich noch eine ganz entzückende Schlafanzugshose gefunden. Und schaut mal dieses Print an, da sind so Weihnachtshunde drauf. Ist das nicht entzückend, so Weihnachtshunde? Gummizug hier oben mit einem hübschen Schleifchen, Seitentaschen und es ist unten nicht offen, sondern hat so ein sehr lockeres Bündchen, was ja auch wichtig ist, ein lockeres Bündchen, ne, dass man beim Schlafen nicht, dass man sich so eingeengt fühlt. Fand ich ganz entzückend, kostete, was kostet die? Wartet mal, 29 Euro, ist ganz schön viel, ne? Also 30 Euro dieses nicht Unterhöschen, diese Schlafanzugshose. Ich dachte, ich zeige euch die mal und das Schlüpferchen kostete 9 Euro. Und dann habe ich noch einen hübschen Pullover gefunden. Aber nicht bei Hollister, das war bei Sarah. So, Farbe, genial, ne? Ich mag diese Farbe. Ich meine, ich stricke mir meine Pullover auch selber, aber das kostet Zeit. Ich habe die Zeit, ich habe zwei Pullover in der Pipeline vom letzten Winter noch. Die kriege ich nicht fertig, weil ich Videos für euch mache. Also, langer Arm, locker gestrickt, Bündchen. Unten hat es auch ein weites Bündchen. Es gibt auch so Pullover, die dann so pluffig sind, wo dann unten das Bündchen so eng ist. Und dann blustert das so auf. Also der hängt lang runter. Kostete 22 Euro. Vielleicht findet ihr noch, ich weiß es nicht. Ich wollte euch einfach mal zeigen, welchen schönen Fall. Das ist so ein Fliederfarben. Das ist so ein Mix, diese Wolle. Und mit so silbrigen Fäden durchzogen. Fand ich ganz hübsch. Ja. Ach so, ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass das Teil aus der Kinderabteilung ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass in der Kinderabteilung viel schönere Pullover gibt. Gut, das ist jetzt die größte Kindergröße, aber das ist schon, also das ist größer eigentlich als S oder M. Das ist die allergrößte Kindergröße, ne? Und why not? Ich gucke da ganz gerne. Und die haben so entzückende Sachen, gerade jetzt so für die Weihnachtszeit. Also so Glitzerkram und Paillettenzeug für Mädchen. Naja, also Kinderpullover von Sarah, 22 Euro. Ich dachte, ich füge das mal hinzu, falls ihr online schauen solltet. Meine Freundin fragt mal, was ist denn Pullover? Und ich sage, ja, aus der Kinderabteilung. Witzig, ne? Nun denn. So, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch. Und ich verlinke, wie gesagt, die Kleider und auch diese süßen Ohrringe. Und stresst euch nicht zu sehr an der Weihnachtszeit. Es ist ja in der Stadt, also in Frankfurt ist übrigens der Teufel los. Ne? Also es ist eine kleine Großstadt, die kleinste Großstadt Deutschlands, aber es ist so wahnsinnig viel los in diesen Städten. Man sollte meinen, es gibt nie wieder was zum Anziehen, nie wieder was zu essen, nie wieder Schminke. Die Leute kaufen wie die Wahnsinnigen. Und gut, vielleicht sollte man das noch nicht am Wochenende machen, aber man hat ja auch nicht immer Zeit in der Woche, ne? Und möchte vielleicht auch mal am Wochenende raus und so ein bisschen so dieses Feeling so genießen in der Stadt. Kann ja auch ganz nett sein, aber es ist wahnsinnig voll momentan. Anyway, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.